Ingrid aus Toronto, Kanada, ist ein mega Rolling Stones-Fan. Das zeigt sich auf ihrem Instagram-Profil. Aber sie ist auch ein Fan von Anthony William. Und dieser repostet Ingrids Healing Story. Ingrid schreibt: Vor 10 Jahren erlitt ich ein gerissenes Hirnaneurysma, gefolgt von einem Schlaganfall. Ich war 49 Jahre alt. Ich verbrachte den Sommer im Krankenhaus, war verwirrt und mir war so schwindelig. Ich musste lernen, wieder zu gehen und meine Gleichgewichts- und Koordinationsfähigkeiten wiederzuerlangen. Die meisten Menschen, die ein geplatztes Hirnaneurysma haben, sterben auf der Stelle. Die Chancen, es zu überleben, sind gering. Es war alles sehr beängstigend. Ich musste die Kontrolle über mein Leben verlieren, um meine Kraft zurückzuerlangen. Sie schickten mich mit Tabletten vollgepumpt nach Hause. Die nächsten 6 Jahre verbrachte ich auf der Couch, der Toilette und spielte Ratespiele. Ich fühlte mich so allein. Geräusche, Lichter, Menschenmassen, alles brachte mich buchstäblich zum Durchdrehen. Und keiner verstand mich. Sie gaben mir alle das Gefühl, dumm zu sein und mich schämen zu müssen. Ich brauchte Wochen, um mich darauf vorzubereiten, irgendeine Aktivität außerhalb des Hauses zu unternehmen, weil ich lähmende Angst hatte. Warum sollte Gott mich am Leben lassen, nur um so zu leben? Nichts konnte mir helfen. Schon vor meinem Aneurysma hatte ich jeden Arzt, Zaubertrank und Heilpraktiker ausprobiert, um meine mysteriösen Angstzustände, Kopfschmerzen, Ekzeme und Verdauungsprobleme zu behandeln. Erst als meine Tochter mich mit Medical Medium bekannt machte und mir das Buch Life Changing Foods mitbrachte, sah ich ein Licht. Melonen und Bananen haben mich gerettet. Ich verfolgte die Stories vom Medical Medium und sah immer wieder Leute, die Selleriesaft tranken. Ich war skeptisch, dachte aber, dass ich nichts mehr zu verlieren hätte. Meinen ersten Schluck werde ich nie vergessen. Aber ich wusste, das war es. 3,5 Jahre später trinke ich immer noch jeden Morgen meinen Selleriesaft, esse viel Obst und lerne von Medical Medium, wie man heilt. Ich habe noch nie eine Gesundheitsroutine so lange durchgehalten. Und noch nie habe ich etwas gefunden, das tatsächlich langfristig wirkt. Ohne ihn wäre ich nicht mehr am Leben und könnte kein lebenswertes Leben führen. Ja, heute sieht Ingrid wirklich toll aus und man sieht ihr die Lebensfreude auf den Bildern an. Und auf so vielen Fotos ist der Selleriesaft mit dabei. Sie erzählt: Heute sind meine lähmenden Ängste, Kopfschmerzen, Empfindlichkeiten, Verdauungsprobleme, die ich über 40 Jahre lang hatte, verschwunden. Ich nehme kein einziges Medikament mehr. Ich heile so viele meiner anderen chronischen Symptome, für die sogenannte Experten nie eine Antwort hatten. Ingrid ernährt sich gesund, ihre Speisen sind bunt und sie setzt Anthonys Tipps um. Sie sagt: Anthony William ist ein wahres Wunder. Die Bücher, Podcasts, Meditationen und Beiträge sind zu meiner Lebensenergie geworden. Wenn ich heilen kann, kannst du das auch. Und wenn du die Informationen vom Medical Medium mit anderen teilst, können sie lernen und müssen Leid nicht auf die harte Tour erleben, wie ich es tat. Danke, Anthony, dass du dich um mich kümmerst und daran glaubst, dass ich geheilt werden kann. Danke, dass du an mich geglaubt hast, als kein anderer es tat, und mich inspiriert hast, jeden Tag aufzustehen. Den Link zum Instagram-Profil von Ingrid, Ingi8888, habe ich unter dem Video verlinkt.